Leute, ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber willkommen. Die Aufnahme hat komplett gespackt. Wir haben Devour Hope Setup. Ich habe gerade noch gesagt, Infectious Fright statt Jolt könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich bin ehrlich gesagt echt ein bisschen confused, weil hier gerade Party abgegangen ist. Wirklich die Party abgegangen ist. Und ich jetzt sehr, sehr stark eigentlich abgelenkt war von den Aufnahmeeinstellungen und so. Und keine Ahnung habe, was ich jetzt mit meinem Leben anfangen soll. Also, wir werden das Ding schon noch schaukeln, hoffe ich mal. Nee, werden wir nicht, weil die übelst OP sind, alle. Komm. Du gehst da jetzt rein. Und bekommst dann einen Hit. Okay, mit dem Devour Hope können wir uns alles noch carryen. Alles ist noch möglich. Komm. Das wird noch. Das wird noch. Bitte. 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 Bitte, bitte. Komm. Ja, oh, das ist gut. Und jetzt die Stacks unbedingt aufbauen. Unbedingt. Also Devour brauchen wir. Aber Infectious ist halt viel geiler, weil mit Doktor kann man halt die Totems richtig gut aufhalten. Vor allem, wenn man eben weiß, was da los ist, wo die Guys alle im Umfeld sind und so. Das ist natürlich gut, geil, sexy und alles. Und ja, ihr merkt schon, ich glaube gerade extremst viel Scheiße, weil ich gerade echt pissed bin wegen der Aufnahme wieder. Boah. Gut. Komm. Du springst hier gar nirgends mehr hin. Du springst hier gar nirgends hin. Gar nirgends springst du hin. So. So. Komm. Sie wird das vorhin nur nicht nehmen. Das wäre du. Außer natürlich, sie hat Leid. Das wäre dann natürlich ein bisschen klüger schon. Ich dachte. Okay. Ich dachte echt, du wärst ein bisschen smarter. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass es nicht so. Oh! Ich wollte eigentlich die Pelle zuerst kicken, aber sagen wir es keinem. Ja, bitte, Devour, komm! Wir brauchen dich! Devour, please! I'm begging! Begging you! Das Ding ist halt, Buhnen dauert halt auch viel länger dadurch, dass wir unseren. Bei dem ich wieder den Namen vergessen. Oh, ich kann, glaube ich, wirklich nicht mehr existieren. Es ist wirklich schrecklich. Also mein Gedächtnis, ich werde wirklich alt. Ich kann das alles nicht mehr tragen. Mal dahin beamen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass alles fein ist. Ja, jetzt komm. Komm, das brauchen wir. Nächster Stack ist wichtig. Der nächste. Wo? Wo? Komm. Zeig's mir. Ja, ein Generator. Komm. Ja, wichtig. Komm, bitte, 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 bitte. Kein Strike auf dir. Oh, ja, das wird der dritte Stack. Komm. Ich guck zu unseren Totems schnell noch. Oh, ich bin stuck. Ah, Panik. Warte mal. Sieht eigentlich echt gerade richtig gut aus. Hier schnell schocken. Ja, da war gerade einer am Totem dran. Tatsächlich. Tatsächlich. Ist es passiert? Shit. Deren Hit wäre natürlich lecker Schmecker gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich noch hier bist. Boah, das war zu spät natürlich. Okay. Sie ist aber trotzdem down. Sie ist trotzdem down. Komm. Nice. Nice. Das könnte alles regeln nochmal. Das könnte alles regeln gerade. Komm, komm, komm. Oh, sie haben sich geheilt, obwohl sie gesehen haben, dass ich die Mauer habe. Das ist so gut. Das ist so gut. Hier macht niemand was am Totem. Da drüben das Totem muss ich noch checken. Und dann können wir im Frieden leben. Komm. Bitte. Keiner dran. Das ist so gut. Da drüben war auch wer. Da habe ich auch wen gesehen gerade. Ja! Das ist so wichtig. Das ist so unglaublich wichtig. Ey, Devour ist noch immer so ein unglaublich krasser Perk. Wirklich. Komm, gönn. Wir gehen hier mal rauf aufs Totem. Gucken wir mal nah ran. Und schocken hier. Was sehe ich denn hier? Was sehen meine Doktoraugen? Was? Sie hat es doch geschafft, rüber zu wollten. Und sie retten ihren Mate nicht. Okay. Kann man machen. Finde ich auch ein bisschen fragwürdig, aber okay.
Ja, ich bin dumm, leider. Und jetzt... Ja. Oh, sie ist runter. Hä? Habe ich gar nicht gehört. Sie balanced nie, oder? Dürfte eigentlich kein Balance sein. Und was wird hier gerade bespielt? Hä? Okay. Was? Ich will... Okay. Ja. Selbstverständlich. Warum habe ich nicht gewusst, dass sie hierher gekommen ist? Ja, hätte ich mir doch denken müssen. Komm. Ja, das ist natürlich nicht so ein smarter Laufweg gerade. Komm, haben wir. Schön ins Basement. Wir schnurren uns dann unsere Punkte. Wenn ein Totem gemacht werden sollte, wissen wir, wo die eine ist. Und sonst können wir mit dem Schock halt auch noch gucken, wo sie sind. Das Bild ist nasty. Das Bild ist nasty. Kann natürlich auch schief gehen, safe, ja, aber schwierig, dass es schief geht, sage ich mal. Also ich würde sagen, in den meisten Fällen ist es wirklich ein Bild, das sehr, sehr gut funktioniert. Würde ich jetzt mal ganz crazy behaupten. Und jetzt gucken wir halt herum. Ja, die wird sich halt umbringen jetzt, um ihren Mate wenigstens noch die Flucht zu erleichtern. Aber keine Ahnung, wo der Mate auch überhaupt ist. Einfach mal ein bisschen random schocken, vielleicht ist da wer. Komm. Ja, schocken wir ein bisschen. Hedgehoffering? Nope. Kein Hedgehoffering. Mal gucken, wo es dann lang geht für uns. Oh, ich hätte den Schock nicht wasten sollen. Oh, ich sehe sie gerade eh. Komm. Das ist so traurig. Das tut mir so leid. Die Hedge ist genau neben mir gespawnt. Das tut mir wirklich leid, Homie. Du kannst nichts dafür. Es ist einfach das Bild. Das Bild ist zu strong. Ich würde ehrlich auch behaupten, das ist das stärkste Doktor-Bild. Also das ist eins der stärksten Doktor-Builds. Safe call. Platz 1 oder 2. Platz 1 oder 2 würde ich dem geben. Und jetzt... Ja! Nein, da wird keine Gnade erboten. Keine Gnade für die Ungläubigen. Glaubet an den heiligen Doktor. Und jetzt stirb. Stirb. Oh, es ist so dreckig. Wir hätten halt so hart verlieren müssen eigentlich. Aber Devour hat uns komplett durchgecarried. Wie gesagt, Told auf jeden Fall in einem Setup sehr geil. Oder natürlich auch Save the Best for Last kann man reinballern. Aber Infectious Fright, um die Totems eben noch zu beschützen, würde ich auch sehr stark empfehlen. Einen von diesen drei Perks kann man immer reinpacken hier. Die anderen drei Perks, die Hex Perks, würde ich fixed lassen. Die sind so, wie sie sind, richtig, richtig geil. Und ja, Leute, probiert das Bild unbedingt aus auf Doktor. Es ist wahnsinnig funny zum Spielen. Es macht unglaublich viel Spaß. Und ich hoffe, ihr habt heute auch noch unglaublich viel Spaß. Auch so ein guter Übergang schon wieder. Ich bin zu gut einfach im YouTube-Bereich. Es tut mir leid, Leute. Ich bin einfach zu krass. Ciao, Leute. Ciao. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag.